Und das schönste Accessoire, das ich dabei haben werde, ist der kleine Schatz. Hallo, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wollte ich eigentlich vloggen, aber es sind so viele Sachen angekommen. Ich habe ein bisschen was gekauft für die Berlinale und zwar geht es für mich ganz bald wieder nach Berlin, Berlinale. Ich wurde eingeladen von L'Oréal und ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal die Sachen, die angekommen sind, denn auf Instagram wollten das ganz, ganz viele sehen. Ich dachte mir, hier ist es besser, wenn ich es euch zeige, weil ja, die Sachen einfach besser zu sehen sind. Da ist noch ein Karton angekommen, habe ich bestellt bei Scotch and Soda und ich war in Frankfurt shoppen, da habe ich mir einen ganz tollen roten Mantel gekauft, also wie ich finde ihn toll und ich ja, würde sagen, wir machen heute aus diesem Video einen kleinen Fashion Haul und für den kleinen Mann sind auch Sachen angekommen. Ja, der kommt nämlich mit. Natürlich, ganz klar, den lasse ich ja wohl nicht hier. Also ich still zum einen voll und meinen kleinen Schatz, den kann ich nicht hier lassen. Obwohl er hier natürlich auch gut aufgehoben wäre, gar keine Frage. Aber er darf mit zur Berlinale. Genau, und ich zeige euch mal die Einladung. Da ist sie. Schaut mal dieses Jahr, wie sie aussieht. Richtig, richtig schön. Wir hatten auch mal so eine Filmklappe als Einladung bekommen, war auch richtig schön. Jedenfalls sieht das so aus. Dann hatten wir hier noch so einen Keks mit dabei, der leider kaputt angekommen ist. Aber ist nicht schlimm. Wartet, ich muss das ein bisschen zuhalten, weil hier auch mein Nachname steht. Das ist eben auch eine Filmklappe als Keks. Und ja, dann war noch so ein Teilchen hier dabei, beziehungsweise die neuen Produkte von Elvital. Also drei verschiedene. Ja, was waren das? Shampoo und Spülung. Ich habe jetzt gar nicht richtig reingeschaut in den Karton, weil der kleine Mann eben ja, sich gemeldet hatte. Jetzt schläft er aber gerade in seiner Federwippe. Hier, die habe ich jetzt mal ausgemacht. Und ja, dann kann ich euch nämlich jetzt ganz schnell die Sachen zeigen und nutze mal die Zeit. Und dann gibt es halt einen Vlog das nächste Mal. Oh, jetzt wart ihr ein bisschen weit nach unten. Ja, okay, also dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Und los geht's! So, das war jetzt natürlich klar, ne? Wenn ich das Video anfangen möchte, dann meldet sich der kleine Mann. So, der kleine Mann, der ist jetzt satt, der ist hier in der Wippe. Ich hoffe, dass es für euch in Ordnung ist. Eigentlich bin ich ja drüben, wenn ich Fashion Halls drehe mit Softbox und Mikrofon und so weiter. Aber es soll halt jetzt schnell gehen, die Berlinale ist ja schon bald. Und deshalb zeige ich es euch jetzt hier einfach im Esszimmer. Und zwar hatte ich euch ja von einem roten Mantel erzählt. Das ist dieser hier. Mir gefällt er total gut. Allerdings ist er mir ein kleines bisschen zu lang, wie ich finde. Unser Schneider hat aber immer so viel zu tun, weil es auch der einzige bei uns hier im Ort ist. Und deshalb schaffe ich das nicht mehr, den kürzen zu lassen. Aber ganz optimal ist es nicht. Ich werde den definitiv noch ein Stück kürzen lassen. Aber so gefällt er mir eben auch gut. Ich müsste ihn dann eben mit hohen Schuhen tragen. Und ja, so sieht der aus. Der ist auch vom Material richtig, richtig hochwertig. Und ich finde auch, das ist ein richtig schönes Rot. Also ja, der hat mir sehr gut gefallen. Und dann kommen wir mal hier zu den Sachen für unseren Schatz. Ja, du meldest dich auch, ne? Willst du auch was sagen? Und zwar ist dieses Paketchen hier von Mamarella. Davon hatte ich euch auch schon erzählt. Da habe ich ja meinen Parker her, mit dem ich morgens immer spazieren gehe, mit Bella. Der hat ja diesen Einsatz. Die haben übrigens auch einen ganz, ganz tollen jetzt für den Frühling. Wollte ich euch auch noch Bescheid sagen. Und er hat jetzt für den Wagen quasi einen neuen Overall. Und zwar ist es dieser hier. Und der wird definitiv mit nach Berlin kommen. Schaut mal bitte, wie schön das ist. Also sehr, sehr hochwertig. Wird ihn mit Sicherheit schön warm halten. Und auch die Farbe ist richtig schön. Hier oben kann man die Knöpfe noch aufmachen, habe ich gesehen. Also ganz, ganz toll. Ne? Für dich, mein Schatz. Und jetzt kommen wir zu den Outfits. Ich kann mich nicht entscheiden, welches er tragen wird. Ich werde wahrscheinlich alle drei mitnehmen. Aber ihr könnt mir das ja auch mal in die Kommentare schreiben, welches ihr schön findet oder am schönsten. Und zwar habe ich zum einen dieses hier mit diesem Schäfchen drauf. So sieht das aus. Und ich finde die halt richtig toll. Deshalb habe ich die gewählt, weil man die hier unten aufmachen kann, also zum Wickeln. Man muss nicht das Ganze ausziehen, sondern einfach hier die Knöpfe aufmachen und dann kann man den kleinen Schatz wickeln. Also ja, richtig schön. Also wie gesagt, zum einen dieses Schäfchen hier mit diesem gehäkelten. Oh Gott, sieht das süß aus. Oder dieses hier, das ist ein Fuchs.
in dem Blau. Auch wieder hier mit diesem gehäkelten. So sieht das aus. Und auch wieder hier unten zum Knöpfen, damit das Wickeln einfacher ist. Und dann haben wir noch einen kleinen Igel. Das sieht so aus. Ja, könnt ihr mir ja mal schreiben, was ihr meint. Welches soll ich mitnehmen? Ich kann mich nicht entscheiden. Und dann habe ich hier noch eine blaue Weste. Die sieht so aus. Die ist allerdings jetzt ein bisschen größer noch. 6 bis 12 Monate und das war jetzt 3 bis 6 Monate. Ja, genau. Wobei das eine, also das hier, kleiner ausfällt. Ja, als das. Aber das ist nur ein ganz kleines Stück, habe ich gesehen. Also ich habe die aufeinander gelegt. Genau. So, also das sind die Outfits für meinen kleinen Schatz. Und dann habe ich ja noch was bei Scotch and Soda gekauft. Genau, zeige ich euch jetzt auch noch. Und zwar, also auch ein Mantel, den zeige ich euch gleich. Und dann noch, ja, so eine Art Bomberjacke. Das ist aber echt Geschmackssache. Ich habe die gesehen und musste die haben. Und jetzt, als sie angekommen ist, finde ich sie nach wie vor total schön. Manchmal ist es ja, wenn man die online sieht, die Sachen, also auf dem Computer, nochmal anders, als wenn sie dann ankommen. Und ich finde die so toll. Ich finde die so mega. Die sieht so aus. Schaut mal. Ich weiß, das ist jetzt absolute Geschmackssache. Ne? Also das ist wahrscheinlich nicht jedermanns Geschmack. Die ist dunkelblau. Und ja, auch vom Material richtig, richtig schön. Und dazu habe ich mir, und jetzt Achtung, es werden wahrscheinlich einige erschrecken, diese Bluse hier gedacht. Also so hatte die tatsächlich auch das Model an auf dem Bild. Und ja, die sieht so aus. Richtig schön. Und das halt so in Kombi. Ja. Kombination. Bin ganz verliebt. Und dazu habe ich mir eben noch einen Mantel gekauft. Und zwar diesen hier, diesen Wollmantel. Was habe ich denn da für eine Größe genommen? S. Genau. Der ist mir auch ein bisschen zu groß. Ein ganz kleines bisschen. Also ich müsste die Ärmel umschlagen. Der sieht jetzt so aus. Auch richtig, richtig toll vom Material. Hier innen. So, der ist ein bisschen störrisch, ne? Genauso wie der rote, weil das eben ja Wolle ist. Und, aber trotzdem hier außen weich. Also ja, so ein Mix eben. Und dann habe ich mir in Frankfurt, was ein Zufall, ne? Also das ist jetzt echt voll der Zufall, das habe ich so gar nicht geplant, Handschuhe mitgenommen, welche, mit denen man dann das Handy bedienen kann. Weil mich das immer total nervt, wenn ich unterwegs bin. Und ja, dann klingelt das Telefon, es rufen mich wieder 10.000 Kinder an, die alle mir gehören. Nein, Spaß. Ja, und dann, bis ich die Handschuhe immer rausgezogen habe, sind hier innen auch richtig schön weich. Und die haben gekostet 9,99 €, sehe ich gerade. Die waren nämlich reduziert. Und jetzt habe ich euch die anderen Preise gar nicht gesagt, aber ich kann euch versuchen, mal alles rauszusuchen und unten in der Infobox zu verlinken. Dann könnt ihr gerne mal vorbeischauen, falls euch jetzt irgendwas gefällt. Und genau, dann habe ich mir in Frankfurt noch den Schal hier mitgenommen, eben auch bei Reserved. Habe ich das jetzt schon dazu gesagt, dass das von Reserved ist? Ja, und den Schal finde ich auch voll schön. Den könnte ich mir hier sogar sehr gut vorstellen. Und zu dem roten Mantel würde ich einen schwarzen Schal tragen. Da habe ich mir übrigens auch einen Hut noch gekauft in Frankfurt. Genau, und ich habe ja überhaupt kein Hutgesicht, wie ich finde, aber der hat mir so gut gefallen, dass ich ihn dann mitgenommen habe. Den blende ich euch jetzt eben ein, damit ihr den auch seht. Der ist nämlich unten im Auto. Und ansonsten, das Outfit für den roten Teppich habe ich mir jetzt noch nicht ausgesucht, denn das steht noch in den Sternen, ob ich überhaupt auf den roten Teppich gehe, denn ich kann ja den kleinen Mann natürlich nicht alleine lassen. Und der Film, der beginnt auch erst um 22 Uhr, habe ich auf der Agenda gesehen. Und deshalb, ja, denke ich, werde ich darauf verzichten, auf den roten Teppich zu gehen. Mir ist einfach nur wichtig, dass ich bei der Pressekonferenz dabei bin. Dann ist noch Stefanie Giesinger da, die wird geschminkt. Da werden uns die Neuheiten quasi präsentiert und da ist so eine Art Workshop. Da freue ich mich auch schon sehr drauf und da kann ja dann der Kleine auch mit dabei sein. Also der ist ja dann im Kinderwagen und schläft und er ist ja wirklich sehr, sehr lieb. Also ja, und wenn er schreit, dann muss ich halt raus. Das ist dann natürlich auch überhaupt gar keine Frage, wäre jetzt auch kein Problem für mich. Dann verpasse ich das halt, aber da geht natürlich der Kleine vor, gar keine Frage.
Und genau, für den roten Teppich das Outfit habe ich deshalb noch nicht ausgesucht, weil das halt noch unsicher ist, ob ich da überhaupt mitgehe. Und ja, genau, aber ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen, da werdet ihr dann sehen, wie das Ganze läuft und welche Outfits wir auswählen. Und genau, da würde ich mich aber auf jeden Fall, wie gesagt, freuen, wenn ihr mir helft und mir mal in die Kommentare schreibt, ob ich den Fuchs nehmen soll, den Igel, wo war der Igel, wartet, nee, das war das Schäfchen, oder den Igel. Ja, genau. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und ansonsten werde ich wahrscheinlich die Bluse hier mit der Bomberjacke zur Pressekonferenz anziehen. Mal schauen. Ich muss mal gucken. Aber das sind jetzt so die Outfits, die ich auf jeden Fall mitnehmen möchte. Beziehungsweise, ja, beim Mantel, denke ich, werde ich den roten mitnehmen. Ja, doch. Ich denke schon. Mit einer schwarzen Lederimitat-Leggings. Wir haben nämlich dann am nächsten Tag noch ein Fotoshooting mit dem Fotograf von L'Oréal, dem Philipp. Der hat mich schon angerufen. Der ist so lustig. Der weiß ganz genau, dass ich es hasse, Bilder zu machen. Also, weil ich so null fotogen bin. Und wir werden wahrscheinlich so einen kleinen Imagefilm drehen. Mal schauen. Ne? Vielleicht am Brandenburger Tor oder so. Das sind dann immer nur so ganz kurze Sequenzen. Mal gucken. Werde ich euch dann auf jeden Fall zeigen und ihr könnt mir auch sagen, ob ihr einen Vlog dazu sehen möchtet, wie das alles klappt mit dem Kleinen. Na, mein Schatz, fahren wir zwei nach Berlin, ne, mit dem Zug. Genau, es sind ja über 5 Stunden, aber ja, ich bin da positiv. Also das wird schon alles klappen und wie gesagt, wenn er weint oder wenn es ihm nicht gefällt, dann ziehen wir uns zurück. Und dann geht es natürlich vor. Jetzt habe ich euch vergessen, die Hose noch zu zeigen. Die ist auch von Scotch and Soda. Hat hier an der Seite so ein blaues Detail, also so ein Satteurband eingenäht. Und die Jacke, die ist ja auch dunkelblau. Und deshalb fand ich die Kombi total gut und passend. Und genau, so sieht es jetzt aus. Schmuck habe ich mir auch schon rausgelegt. Der liegt da hinten. Da bin ich noch so ein bisschen unsicher, ob Silber oder Gold. Aber ich denke, ich werde Gold tragen. Und diese Kette hier dann eben auf jeden Fall. Das ist eben jetzt meine liebste Kette geworden. Da stehen ja die Namen meiner Söhne. Die ist von meinem Punkt. Die wurde graviert. Die haben da eben ja Plättchen, also rund oder Herzen. Die könnt ihr euch alle gravieren lassen. Und wahrscheinlich werde ich mir dazu dann meine Kleeblattohrringe anziehen. Und den Ring hier von Behring, den hat mir ja mein Mann geschenkt zu Weihnachten, den trage ich im Moment sehr, sehr gerne, wobei ich da immer so ein bisschen aufpassen muss, eben wegen dem Kleinen, aber jetzt zu so besonderen Anlässen trage ich den eben sehr gerne. Ansonsten könnt ihr gerne mal, weil ich das jetzt eben erwähnt habe, bei meinpunkt vorbeischauen. Die haben nämlich eine richtig coole Rabattaktion über 20%, also richtig heftig, richtig viel, eben bis zum Valentinstag. Eine Valentinstags-Aktion und dann könnt ihr noch meinen Rabattcode zusätzlich anwenden, der sich nennt Rosella mir 17, genau, ich musste jetzt erstmal kurz überlegen, da könnt ihr noch die Versandkosten sparen. Und der Rabattcode an sich, der nennt sich Valentine 19. Ja, ich schreibe euch dazu aber alles nochmal unten in die Infobox. Die Ohrringe sind eben auch von meinem Punkt. Und genau, deswegen habe ich mir das da drüben schon mal bereitgelegt, damit ich es nicht vergesse. Und werde dann mal schauen, wie das in Kombination aussieht. Jo, okay, meine Lieben, dann waren das jetzt die Sachen, die ich euch zeigen wollte. Mein Gott, der Karton hält hier nicht, der fliegt gleich runter. Okay. So, bleib jetzt hier. Okay, also, dann hoffe ich, dass euch dieses kleine Video gefallen hat. Es war mal ein ganz anderer Fashion Haul, ne? Eigentlich ein bisschen ungewöhnlich, aber ja, so ist es jetzt. Jetzt läuft alles anders, denn der kleine Mann hier, der geht natürlich vor. Und jetzt habe ich lang genug gequatscht. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!